Herr Kretschmann, ein Jahr grün-rote Regierung. Vor einem Jahr sind Sie als Ministerpräsident ins Amt gekommen, der erste Grüne. Eine Sensation damals. Heute eigentlich fast schon Normalität. Wir wollen ja heute ein bisschen Bilanz ziehen für dieses eine Jahr, einen gewissen Ausblick auch machen auf die nächsten Schritte. Es gibt aus den Reihen Ihres eigenen Lagers mitunter die Kritik zu hören, naja, ein Machtwechsel war es, aber ein Politikwechsel ist noch nicht so deutlich erkennbar. Was würden Sie da antworten? Wie sehen Sie das? Fühlen Sie sich da ungerecht bewertet? Also ich habe den Vorwurf noch gar nie gehört. Ja. Ich denke, das ist auch ein ganz falsches Verständnis von Macht. Ja, als müsste man da nur ein Amt erringen, dann hätte man schon Macht. Das ist natürlich schon ein Irrtum von vorne weg. Wir sind die Grünen und die sind für Nachhaltigkeit. Und es ist ja gar nicht unser Konzept, schnelle Erfolge zu erzeitigen, sondern nachhaltige Erfolge. Deswegen gehen wir die Dinge langsam und mit Bedacht und sorgfältig und behutsam an. Zum Beispiel in der Bildung ist das ganz evident. Wir machen jetzt 40 Starterschulen im nächsten Schuljahr für die Gemeinschaftsschule. Und das ist ein ganz langsamer Vorgang, weil der wächst von unten nach oben. Und ein anderes Beispiel jetzt mit der Windkraft, die wollen wir jetzt von unter 1 auf 10% erhöhen bis zum Jahre 2020. Wenn man das mit Bürgerbeteiligung machen möchte, das wollen wir ja, dann setzt das erstmal umfängliche Planungsprozesse voraus und das müssen wir alles vorbereiten. Das dauert einfach seine Zeit. Also es kommt zum Schluss darauf an, ob es gut ist und nicht, ob wir schnell waren. Aber wenn ich jetzt denke, ich war kaum Ministerpräsident und war schon federführend bei der Energiewende beteiligt. Ich meine, das war nun ein ganz dramatischer Erfolg. Ja? Wer hätte das gedacht, dass jetzt endlich ein nationaler Konsens erfolgt? Und an dem habe ich kräftig mitgewirkt. Also das ist schon etwas, wo wir ein fundamentales Versprechen, aus der Atomkraft auszusteigen, wirklich eingelöst haben. Also ich glaube, da brauchen wir uns nicht zu verstecken. Die Energiewende ist der eine ganz große Bereich im Rückblick auf das letzte Jahr. Die Bürgerregierung, der zweite große, Sie haben es angesprochen. Kann es da zu Konflikten kommen? Einerseits dezentrale Energieversorgung, das ist wahrscheinlich unproblematisch. Andererseits Stromüberlandleitungen, größere Kraftwerke, nehmen wir das Pumpspeicherkraftwerk in Attorf. Wo sehen Sie da Ihre Möglichkeiten als Landesregierung und Sie persönlich als Ministerpräsident zu einem Ausgleich zu kommen zwischen den sich aus der Energiewende ergebenden Notwendigkeiten und den Bürgerprotesten vor Ort? Erstmal ist es ganz unterschiedlich. Wir haben jetzt zum Beispiel auch bei der Windkraft, weil das die Menschen in Baden-Württemberg ja gar nicht gewohnt sind, gibt es ja nur ganz wenige Windräder, auch eigentlich damit gerechnet, dass wir da auf ziemlichen Protest stoßen werden. Aber erstaunlicherweise ist es nicht so, sondern es läuft eher umgekehrt. Und ich vermute, so wie das angelaufen ist, wir werden eher das Problem bekommen, dass die Leute sagen, warum nicht bei uns? Ja, also wir hatten Abstimmungen, zum Beispiel im Schwarzwald, die gingen, also Bürgerentscheide, die gingen alle für die Windkraft aus. Also das ist erstmal nicht so. Bei den Überlandleitungen wird es natürlich anders aussehen. Allerdings sind wir dafür nicht zuständig. Das hat ja der Bund an sich gezogen. Also, es ist klar, alles, was wir in einem dicht besiedelten Land heute machen, das schon viele Infrastrukturen besitzt, müssen wir auch mit Widerstand rechnen. Ja? Mhm. Denn wir haben Ideen, ja, wie zum Beispiel die Energiewende, aber konkret umgesetzt wird das ja vor Ort. Und dann wird immer auch örtlicher Protest entstehen. Das gehört einfach ganz normal zu einer modernen Industriegesellschaft und in einem so dicht besiedelten Land wie Baden-Württemberg ohnehin. Und das trifft jede Regierung, egal wie sie eingefärbt ist. Das gehört einfach zum Regierungsgeschäft dazu und zu einer modernen Demokratie. Und ich möchte mal so sagen, ich halte Protest für etwas Normales
über das ich mich erstmal gar nicht errege und ich halte die Menschen auch nicht für dagegen oder Neinsager, sondern sie kümmern sich um ihre Angelegenheiten und wir müssen damit klarkommen. Deswegen der Schritt in die Bürgergesellschaft. Allerdings zum Schluss müssen wir auch entscheiden und das tun dann gewählte Gremien wie eh und je. Gerade bei der Diskussion über die Bürgergesellschaft gibt es ja noch, zumindest mal in der öffentlichen Diskussion, ein gewisses Durcheinander zwischen der Frage, geht es um direkte Demokratie, Volksentscheid, geht es um Bürgerbeteiligung, schon viel früher, nicht erst im Konfliktfall, oder geht es vielleicht sogar um das traditionelle und auch das neue bürgerschaftliche Engagement, das Ehrenamt, vor allem im ländlichen Raum. Wo setzen Sie da die Schwerpunkte? Gibt es da einen dieser drei Bereiche, den Sie für wichtiger erachten? Also erstmal ist es so, in der Tat, der Südweststaat ist dadurch geprägt, dass in ihm sich mehr Bürger ehrenamtlich und bürgerschaftlich engagieren wie sonst wo in der Republik. Das ist also eine gute Basis, auf der wir aufbauen können. Und der große Konflikt um Stuttgart 21 hat gezeigt, wir müssen in Zukunft das anders machen, die Bürgerschaft auf Augenhöhe mit einbeziehen, bevor die Dinge entschieden sind. Und das war da nicht so. Und zum Schluss können dann auch direkt demokratische Entscheidungen stehen. Das war hier zum ersten Mal der Fall. Und es ist ja untersucht worden von der Universität Mannheim. Das hatte ein interessantes Ergebnis. Die Menschen fanden das nicht nur mit überwältigender Mehrheit in der Sache gut, dass wir direkt sie entscheiden ließen. Es hat auch das Vertrauen in die Politik insgesamt gestärkt. Also direkte Demokratie dient nicht nur der Ermächtigung der Bürger, auch mal selber etwas an sich zu ziehen und zu entscheiden. Es stärkt auch das Vertrauen in die Politik. Und darum kann ich das so sagen, das eine ist so wichtig wie das andere. Formate zu entwickeln, wie die Zivilgesellschaft sich in gleicher Weise an Entscheidungen der Institutionen beteiligen kann, wie es starke Interessengruppen und Lobbys immer schon gemacht haben. Ich meine, das ist einfach ein Gebot der Stunde, höchste Zeit, dass sie da auf die gleiche Augenhöhe kommen und Volksentscheide auf Landesebene. Es hat jetzt zuerst mal stattgefunden, erfolgreich. Auch die Skeptiker in der CDU sind, glaube ich, dadurch besonders bestätigt worden, dass der Volksentscheid ja in ihrem Sinne ausging zu Stuttgart 21. Das ist manchmal das Paradoxe. Für uns war es bitter in der Sache. Aber für die Demokratie war es erst mal gut, ja. Sodass ich zuversichtlich bin, dass wir auch bei direktdemokratischen Entscheidungen die hohen Hürden senken können. Denn dazu brauchen wir ja die Opposition. Ist das nicht auch ein gewaltiger Kulturwandel, der da innerhalb der Verwaltung stattfinden muss, um vor allem frühzeitig Bürger tatsächlich an Planungsprozessen zu beteiligen? Und was kann man da tun, diesen kulturellen Wandel zu beschleunigen, zu befördern? Ich habe ja eine Staatsrätin für Bürgerbeteiligung und Zivilgesellschaft bestellt. Eine Staatsrätin ist eine ehrenamtliche Ministerin. Die hat zum Beispiel die Aufgabe, Leitfäden für die ganzen Verwaltungen zu entwickeln, wie man ein Vorhaben nicht nur verwaltungstechnisch und juristisch gut über die Bühne bringt. Das haben meine Beamte alle gut gelernt, das können sie sehr gut. Ich habe ja eine wirklich gute Ministerialverwaltung, aber auch mit dem Bürger umzugehen und auch mit widerborstigen Bürgern und mit besserwisserischen Bürgern, ist sozusagen erstmal nicht vorgesehen in der Ausbildung. Und da müssen wir Leitfäden entwickeln, wie das unsere Verwaltung besser machen. Sonst kann das Werk natürlich nicht gelingen. Früher war es ja so, man hat eine Eingabe gemacht und bekommt einen Bescheid. Ich meine, damit müssen wir brechen. Dass man irgendwas wissen will, bekommt einen Kanzleitrost, sondern
echt sich auseinandersetzen zu müssen mit der Bürgerschaft in der Sache, hart streiten, das will auch gelernt und geübt und geprobt sein. Und ich merke es selber, ich mache das jetzt ja ein Jahr lang, es ist anstrengend. Mhm. Und ich lerne da dauernd dazu, in diesem Umgang mit einer aufmüpfigen Zivilgesellschaft. Aber auch die Zivilgesellschaft muss lernen, solche Konflikte zivilisiert und ohne Fanatismus zu betreiben, sonst kann das Werk nicht gelingen. Jetzt ist der Stil, das Herangehen an die Politik das eine, die Ressourcen sind das andere, weniger rückblickend als eher auf die nächsten 4 Jahre gesehen, die Diskussion um eine Lockerung der Schuldenbremse, Schwierigkeiten, vor denen Baden-Württemberg auf der Einnahmenseite steht. Wie versuchen Sie da einen Ausgleich herzustellen zwischen den unterschiedlichen Interessen, die es ja auch in der Landesregierung gibt, den einzelnen Ressorts beispielsweise? Also erstmal haben wir jetzt für die letzten beiden Jahre ausgeglichene Haushalte mit großer Anstrengung hinbekommen. Trotz der hohen Steuereingänge mussten wir trotzdem noch erhebliche Einsparungen tätigen. Und jetzt haben wir für die Zukunft eine Deckungslücke von etwa 2,5 Milliarden. Das sind knapp 10% unseres Haushaltes. Das kann man auf einmal nicht vernünftig machen. Ich muss ja auch investieren, nicht zum Beispiel in die Bildung. Müssen wir investieren, sonst untergraben wir die Quellen des Reichtums der Zukunft, aber auch bei Verkehrsinfrastrukturen, vielen anderen Dingen, wo ich hinkomme, wird da mehr verlangt und mehr erwartet, oft zu Recht. Und ich möchte mal so sagen, deswegen müssen wir Prioritäten setzen. Das ist ein hartes Einsparprogramm, aber es wird auch nicht ohne neue Einnahmen gehen. Also ich glaube, es geht nicht, dass man hohe Erwartungen an den Staat formuliert und nicht mehr bezahlen will. Ich nenne mal ein Beispiel. Wir haben jetzt die Kinderbetreuung enorm verstärkt in einem Pakt für Familien mit den Kommunen. Das hat 350 Millionen gekostet und da wir nicht weiter in die Verschuldung gegangen sind, haben wir die Grunderwerbsteuer erhöht. Das freut natürlich niemand, wenn man ihnen mehr Steuer abverlangt, aber da ist klar für einen erkennbaren, konsensualen Zweck eingesetzt wurde, nämlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern und die Bildung im frühkindlichen Alter zu verbessern, gab es doch einen großen Konsens und nur ein leichtes Grummeln. Das heißt also zusammengefasst, wir müssen hart sparen, wir müssen sanieren, aber wir müssen auch investieren. Und das bekomme ich nur zusammen, wenn ich auch neue Einnahmen generiere. Also entweder mehr Steuereinnahmen oder in Verhandlungen mit dem Bund, dass der Bund etwa für den Ausbau der Ganztagesschulen uns mehr Geld zur Verfügung stellt. Sonst kann ich dieses wichtige Ziel nicht erreichen, ohne weiter in die Verschuldung zu gehen. Das will ich eigentlich nicht. Aber die Verschuldung plötzlich abbauen geht nicht. Deswegen streben wir an, dass in einem bestätigen Pfad bis 2020 zu schaffen. Ab dort gilt nämlich die Schuldenbremse des Grundgesetzes. Welche Rolle spielt dabei der Länderfinanzausgleich und auch das Steuerabkommen mit der Schweiz? Sehen Sie da Punkte, in denen Baden-Württemberg auf der Seite anderer Länder steht? Ja, der Länderfinanzausgleich ist natürlich ein heftiger Aderlass für uns. Wir bezahlen ja über ein Viertel in den Länderfinanzausgleich, und zwar seit es ihn gibt. Wir sind schon immer Zahlerland. Und dieser Ausgleich ist, sagen wir mal, früher habe ich gesagt, bescheuert. Jetzt drücke ich mal etwas gewählter aus. Er ist sehr anreizfeindlich. Wenn wir mehr Steuereinnahmen durch eine gute Wirtschaftspolitik generieren, müssen wir das meiste abgeben. Wenn ein Nehmerland wie etwa Berlin sich nach der Decke streckt und mehr Steuereinnahmen erzielt, bekommt es aber weniger aus dem Länderfinanzausgleich. Es ist ein unsinniges System. Und das müssen wir ändern. Bin ich sehr dran und ackere dafür bei den anderen Ländern, denn Sie müssen einfach wissen, es gibt
drei Hauptgeberländer, ein bisschen noch Hamburg, der Rest sind Nehmerländer, aber sie brauchen Mehrheiten dafür und das ist ein schwieriges Unterfangen. Aber wir wollen verhandeln und nur wenn die Nehmerländer sich weigern zu verhandeln, dann werden wir auch vor Gericht gehen. Ob man da natürlich gewinnt, weiß man vorher, wie man weiß, nie. Deswegen sage ich immer, selber verhandeln und gestalten, das ist der bessere Weg. Und das können wir aber, so wie es aussieht, vor 2020 da was Neues zu erreichen, das sehe ich ganz pessimistisch. Aber wir haben wenigstens die Chance, ab 2020 dann die ganzen Ausgleichssysteme auf eine neue Grundlage zu stellen und dann hätten wir ein großes Rad gedreht. Jetzt haben Sie schon gesagt, Bürgerbeteiligung ist anstrengend, sich mit der Bürgergesellschaft zu beschäftigen, mitunter auch. Wie anstrengend ist denn das Amt des Ministerpräsidenten? Sie haben zu Beginn mit einigen Bemerkungen etwa über die Zahl der Automobile in Baden-Württemberg und wie häufig man sie fahren soll, für Furore gesorgt, haben dann gesagt, bin ich gewohnt, dass mein Wort ständig auf die Goldwaage gelegt wird. Hat sich das geändert? Haben Sie sich daran gewöhnt? Haben Sie sich vielleicht sogar angepasst daran? Und daran habe ich mich natürlich gewöhnt und weiß das inzwischen, dass ich mir vorher überlegen muss, was ich sage. Dabei muss man das richtige Maß finden. Also man kann nicht einfach mal so gerade plaudern, was einem in den Kopf kommt, sondern man muss schon überlegen, aber ich will auch nicht ängstlich werden. Und zum Schluss geben wir da nur noch gestanzte Phrasen von uns als Politiker. Menschen schätzen im Prinzip meine Offenheit. Ja. Aber es ist schon keine ganz einfache Balance, das immer den richtigen Weg und den richtigen Ton zu finden. Aber ich habe den Eindruck, dass es geschätzt wird, dass ich auch zum Verein klare Aussprache gehöre. Es gibt ja teilweise einen regelrechten Hype auch um Ihre Person. Beim Kruttelessen werden Sie gefeiert und bei vielen anderen Gelegenheiten auch. Macht Ihnen das manchmal auch Sorge? Na gut, ich meine, ich weiß ja als Christ, dass zwischen Hosianna und Kreuzigt Ihnen drei Tage genügen. Ja, das hoffe ich natürlich nicht. Aber damit muss man rechnen. Ich muss also einen Haushalt sanieren in einem großen Umfang und da kann man nicht damit rechnen, dass man da jetzt Applaus bekommt. Ich habe das ja schon erfahren, dass ich da heftige Kritik einstecken musste. Also darauf muss man sich einstellen. Regieren ist jetzt keine Veranstaltung auf dem Streichelzoo. Ja? Da muss man damit rechnen, dass mit harten Bandagen gefochten wird. Das gehört einfach da dazu, das ist natürlich schon alles sehr anstrengend, das ist gar keine Frage, aber darüber sollte man nicht jammern, denn man kann ja auch viel gestalten und dass man so eine Verantwortung übertragen bekommt, ist auch eine große Chance für das Land und deswegen hoffe ich, dass ich immer die Kraft finde aus der Herausforderung, da auch immer am Ball zu bleiben und dass man letztlich doch die Leute spüren, der macht es auch gern, das Regieren. Man darf es schon auch manchmal ansehen, dass mir da einige Lasten auf den Schultern liegen, weil das einfach so ist. Aber es gibt einen schönen Spruch aus Wilhelm Tell vom Schiller. Daheim regierten sie sich fröhlich, selbst nach altem Brauch und eigenem Gesetz. Und so sollte man es auch halten. Im Rückblick auf das letzte Jahr, wo würden Sie denn da sagen, das war der schönste Erfolg, das war der schönste Moment, dafür hat sich der ganze Einsatz wirklich gelohnt? Es war eindeutig die Energiewende, ja, die wir in der Ministerpräsidentenkonferenz stark mitgestaltet haben. Wir haben 14 Punkte einstimmig verabschiedet und dadurch die Energiewende gestaltet und geprägt. Und ich muss Ihnen sagen, danach dachte ich, es hat sich schon gelohnt. Was würden Sie sich wünschen für die nächsten 4 Jahre? Wo soll es ein bisschen schneller vorangehen? Wo würden Sie gerne Marken setzen?
der Bildungsbereich, ja, da müssen wir Marken setzen, aber schneller nicht, eher langsamer. Dagegen im ganzen Bereich der Energiewende, da müssen wir Tempo zulegen, denn das Zeitfenster ist sehr eng und das ist sehr ambitioniert, das in diesem Zeitrahmen zu machen. Aber insgesamt bin ich eigentlich zufrieden, muss ich sagen. Kleine Fehler macht man immer, das ist ganz unvermeidlich, aber wirklich große haben wir bisher noch nicht gemacht und das muss man auch immer vermeiden. Ist aber auch ein bisschen ein Problem, es zieht viel Kraft ab, mental auch, immer zu gucken, dass wir keine Fehler machen. Was mir ein bisschen fehlt, ist auch Zeit zu haben für Kreativitätsfenster, nenne ich das mal. Und das muss ich doch jetzt auch stärker eröffnen, denn man wird nicht danach beurteilt, ob man viel gearbeitet hat, sondern ob man die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit gefällt hat. Und dazu braucht man auch Zeit, um mit gescheiten, klugen, erfahrenen Leuten zu reden über die Politik, manchmal auch ganz ungezwungen. Und das fehlt mir noch etwas. Mhm. Letzte Frage. Energiewende braucht auch Ihre Zeit. 4 Jahre werden Sie noch im Amt sein. Machen Sie danach weiter? Also ich glaube, das heute schon zu beantworten, wäre etwas vermessen. Jedenfalls hängt ja auch alles davon, ob ich gesund bleibe. Ja? Dafür muss ich auch immer etwas tun, dass das so ist. Und dann wird man sehen, wie die Dinge stehen. Jedenfalls ist es möglich, aber ob ich das so sein wird, man muss sich jetzt konzentrieren und nicht immer schon an die Wahlen in 4 Jahren denken. Also da mache ich mich nun gar nicht verrückt. Okay. Vielen Dank für das Gespräch.